Hi ihr Lieben, willkommen zurück zur Alien Isolation. Und wir sind jetzt doch mal ein Ticken vorsichtiger beim Töten und stürmen nicht ganz so komplett dadurch. Obwohl, hat Bock gemacht. Hätte auch fast geklappt. Und wir wissen, dass eine Menge Munition auf uns wartet. Und so, passt auf. Willkommen bei Seeks and Communications. Bitte melden Sie sich an der... Wir nehmen erstmal die Karte mit, oder? So. Dann können wir ja erstmal schauen. Wir legen... Der erste war hier auf jeden Fall... Wo stand denn der erste jetzt? Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Seeks ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Kennen Sie das? Nein. Die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Wir sind gefährlich und verzweifelt. Ja, du auch nicht. Läuft der weg? Hasenfuß. Fuck, ey. Ja, prima. Gut, Ach, Mann, jetzt bin ich hier wie bei Evil im, Ich muss mich ja kurz konzentrieren. Hier sind auf einmal ein bisschen zu viele Kollegen. Da ist er. Das könnte man auch Muni-Vergeudung nennen. Also ich muss sagen, da lief das Durchpreschen vorhin aber besser. Definitiv, das ist der Beweis. Sobald es hier gleich... Hallo, von wo schießt du denn? Willst du mich hier verarschen oder was? Jetzt reicht's. Mir reicht's. Hier. So, warte. Kurz hinhocken. Mann, geh aus dem Kackmenü raus. Lad nach. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele hier noch sind. Was das hier für Geräusche sind. Gerade. Der brennt. Scheiß Android. Okay, jetzt will ich doch kurz einen Moment aufpassen. Weil ich nicht sicher bin, einfach, ob das alle waren. So, Moment. Kurz heilen. Okay, gut. Verstecken brauchen wir nicht. Hab ich doch richtig geguckt. Fuck. Ah, der andere ist da hinten. Da ist noch einer. Ich bräuchte ein Scharfschützengewehr hier. Na gut, dann soll der da hinten rumballern. Wir gehen hier rum. Da unten... Ja. Was haben wir da? Das ist wieder Neuverkabelung, glaube ich. Wir werden es einfach mal schneller beenden. Wenn da jemand ist, drehen Sie sich besser. So. Wir laufen einfach mal schnell weiter.
So, hier sind wir in irgendeinem Büro. Was habe ich denn jetzt? Warum habe ich jetzt die Waffe gewechselt? Das war keine Absicht auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir hier eben in Ruhe auf die Karte, würde ich sagen. Wir sind fast da. So, okay, weiter geht's. Gespeichert haben wir. Es ist saudunkel hier. Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Ich erinnere mich irgendwie. Orientierung habe ich trotzdem auf jeden Fall nicht. Genau, hier kommt, prima. Kommt hier was Spannendes raus? Ja, ja, doch, ich erinnere mich. Die ist leer. Ja, danke. Hallo, Sir. Can you help me? Ripley. Alles klar. Marlos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüsseln manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Com-Zentrale, oder? Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Danke, das ist aber mal nett. Suppi! Können wir noch zu dir? Nee. So. Zentralstabilisatoren auf 40% und fallend. Aufzug rufen. So, meine Lieben, ich bin ohne euch Fahrstuhl gefahren. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich habe hier schon gespeichert, damit wir gleich weiter können. Hier sind, Verdammt, ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Machen Sie weiter. Das Schiff wartet dann. Muss ich die jetzt töten, alle? Du lässt mich nicht rein. Versuchen Sie es nochmal. Ja, die haben Waffen, ne? Okay. Nee, da komme ich gar nicht lang. Gut, dann töten wir die, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wem ich mehr traue. Dir oder den Syntheten? Oder sind die gar nicht böse? Hallo? Da draußen ist... Mann! Arschloch, schieß doch! So, ich will jetzt mal die... Die Abriegelung nicht umgehen. Ich werde jetzt mal das Bolzending ausprobieren. Apollo lässt mich nicht rein. Versuchen Sie es nochmal. Okay, okay. Unglaublich, die haben ihn einfach erschossen. Hier ist alles so schnell außer Kontrolle geraten. Unglaublich, die haben ihn einfach erschossen und ich erschieße einfach euch. Oh, das tut mir aber leid. So. Danke für deine Muni, gib sie mir. Alles, was du hast. Ich mach dich, nackig. Besser auch nicht, ne? So, komm. Oh, ich fang schon an, Scheiße zu labern. So, looten hier die Leute. Da ist auch ordentlich Revolver-Muni bei. Ich würde sagen, die rüsten wir auch mal eben aus. Da haben wir nämlich auf jeden Fall genug von so. Was gibt es jetzt hier zu tun? In diesem Laden. Gucken kurz auf die Karte. Ah, hier sind wir irgendwo richtig. Rennen wir einfach mal weiter. Siehst du wohl. Unseren zackigen Ionenschneider und auf das Ding. Ich frage mich, wo das Alien ist. Achso, Hebel benutzen. Wo ist das Alien? Komm, mach auf. Okay. Oh. Oh, oh. Ja, und nu? Kann ich hier nichts machen? Klettern? Ich gar nicht... Okay, sorry. Ich, nutzen Sie das Ortungssystem, um die Torrents zu finden.
Das machen wir. Tasten bewegen und Eingabe drücken, um zu bestätigen. Oh. Ich muss den Scheiß gleichzeitig drücken. Mein Gott. Das hätte er auch mal ein bisschen für blöde erklären können. Ich kann so eine Scheiße nicht. Was müssen wir jetzt? Steuern Sie die... Was? Mit Tasten bewegen und aktivieren Sie Eingabe. So? Was? Steuern Sie Undock aus dem Tasten bewegen und akt... Ja, ganz ehrlich, was muss ich denn hier machen? Ach so, vielleicht bis das gleich groß ist. Jetzt. Ich verstehe, vielleicht. So. Ah, nicht ganz, ne? Vielleicht klappt es trotzdem. Hat gereicht. Oh Mann, ich bin auch echt zu hohl für sowas. Ganz ehrlich. Ah, verzeiht mir das. Dafür kann ich besser schießen. Nicht. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, und jetzt? Koordinaten. Passiert hier jetzt noch irgendetwas? Aha. Den Weltraumscan nochmal einleiten. Oh Gott, ey. Boah. Oh, endlich. Ich habe sie gefunden, Ricardo. Yay. Jetzt müssen Sie noch die Schüssel manuell auf die Position der Torrents ausrichten. Verstanden. Ich gehe nach draußen. Was? Geh nach draußen? Ja, komm. Hallo. Nach draußen. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Echt? Müssen wir jetzt hier raus? Sicher? Tatsächlich. Ich kann den Eingang zur Luftschleuse von hier aus entsperren. Einen Moment. Wisst ihr, was ich mal ganz kurz mache? Ich hab's. Okay, gut. Das erst hart, ich bastel mal ganz kurz, ja? Damit wir auch mal wieder unser Inventar leeren. Okay, es geht weiter. Ich habe gebastelt. Jetzt sollten wir auch ein bisschen mal wieder was einsammeln können. Ich renne hier jetzt einfach so stumpf los. Das ist irgendwie gar nicht richtig. Wo müssen wir lang? Wisst ihr, was wir jetzt hier wieder alles ordentlich mitnehmen können? Wir haben auch schon wieder 5 Medikits. Richtig nice. Ich habe keinen Plan. Vielleicht müssen wir diesen... Wir müssen, glaube ich, mit dem Aufzug fahren wieder. Ich bin mal allein ein Stück gelaufen, weil das echt öde ist. Und bin hier auf Leute gestoßen. Wahrscheinlich sind wir doch auf dem richtigen Weg. Ich war mir... Man kann niemandem trauen. Ich bin auf mich allein gestellt. Mhm. Gleich bist du auf niemanden mehr gestellt. Ist hier noch einer? Ich bin mir nicht sicher. Ja, schön in deinen Hinterteil. Nee, nee, komm. Stell dich hin. Taschenlampenbatterien, Sensor. Oh, alles nehmen wir mit. Nachladen. So. Wunderbar. Ganz sicher, wo es hier lang geht, bin ich mir immer noch nicht. Android ohne Kopf. Terminal schauen wir uns an. Ordner fehlerhaft. Da irgendwas Spannendes. Audio. Nee, Fehler. Kannst vergessen den Scheiß. So, was haben wir hier? Ausweiskarte. Yay! Die Verschwundenen. 25 von 50 haben wir eingesammelt.
Die Hälfte. Gut, dann hacken wir mal eben wieder hier. So, jetzt haben wir eigentlich irgendwelche Türen geöffnet. Welche auch immer. Und ich werde das Gefühl nicht los. Wir sind hier einfach komplett falsch. Bitte, kommen Sie mit mir hin. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Wieso schießt du denn so langsam? Bring den um! Oh, weil nicht nachgeladen ist. Ich könnte kotzen. Mein Gott. Hier, bitte. Ja, prima. Ey, sag mal, was kann der denn ab? Ganze Pumpkin-Muni schon wieder vergeudet für diesen Idiotenpisser. Ja, das wolltet ihr jetzt sicherlich hören. Aber sowas macht mich sauer, ganz ehrlich. Was soll das auch? Ich weiß überhaupt nicht, wo wir sind. Wir haben uns komplett verlaufen. Hier ist alles scheiße. Oh, hier war ich eben doch schon. Ja, ich glaube, wir müssen den ganzen Weg nochmal zurück. Durch diesen Kack-Fahrstuhl. Werde ich den Weg jemals finden? Man weiß es nicht. ich glaube, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Also, ich irre jetzt hier schon wieder übelst lange durch die Gegend. Ich schaffe es einfach nicht, die Alien-Fragen kurz zu halten. Ich habe hier jetzt so einen komischen Fahrstuhl gefunden. Ich bin natürlich komplett falsch gerannt am Anfang. Richtig kacke war's. Ich hätte mal eher auf die Idee kommen können, dieses Ding hier auszuprobieren. Bewegen können wir uns irgendwie nicht. Ah ja, okay. Können wir doch, wenn ich die... Ja. Okay, ja, wir sind richtig. Super. Kann ich jetzt bitte den Fahrstuhl verlassen? Wir speichern. Manchmal sollte ich einfach doch meine Augen aufmachen, anstatt unkontrolliert Lust zu preschen und meinen zu wissen, wo es lang geht. Es geht meistens schief. Und ihr werdet wahrscheinlich davor gesessen haben und habt gedacht, ja, ist die blöd. Läuft die einfach vorbei. So. So, jetzt habe ich den Kack hier an. Jetzt kommen wir natürlich auch überhaupt nicht schnell voran. Aber hier sind wir, glaube ich, richtig. Ja, prima, Leute. Wer macht uns jetzt die Tür auf? Krasse Scheiße. Da war ein Alien. Kann das sein? Oder habe ich schon... Nee, ein Alien war es nicht, aber da fliegt irgendeine Scheiße rum. Ja, gut, dass wir jetzt hier so... Geben Sie die Koordinaten ins Terminal ein. So, welches Terminal? Nachdem wir hier 3 Stunden rumgelaufen sind. Unglaublich, wo ist denn hier ein Terminal? Oh, ich muss hier... Ach, hier runter. Okay, wir latschen noch mal eben 3 Stunden. Moment. Ja. Wieder vorbeigelaufen. Servolog 1. Parabolantenne in fester Position. Verdammt. Und jetzt? Ist okay, Ripley. Bei den Transmittern gibt es eine Überbrückungskonsole. Dann jetzt also hier runter. Lösen Sie die Sperre der Parabolantenne.
Ja. Okay, dann laufe ich mal eben los. Bis gleich. Okay, wir sind hier irgendwo angekommen. Es ist, ganz ehrlich... Man sieht null, wollte ich sagen. Aber der Schalter scheint direkt vor uns gewesen zu sein. Und jetzt? Was ist hier noch? Was ist das überhaupt? Boah, ich sehe hier immer irgendwelche Sachen. Okay, gucken wir uns das einfach mal an. Ah! Es werde Licht! Hallo! Werde tatsächlich Licht. Wir müssen die Dinger betätigen, wahrscheinlich alle drei. Das machen wir mal ganz schnell in Anführungszeichen. Und dann kann ich hoffentlich endlich den Part beenden. Das ist ja schon wieder so eine Scheißstelle, wo ich einfach nicht beenden kann. Weil hier nichts zum Speichern ist. Ist da was aufgegangen? Nee. So, das Ding läuft, würde ich sagen. Und nu? Da ist irgendwie noch ein Hebel. Sag ich doch, die Notfallklemme ziehen wir natürlich auch noch. So, jetzt geht's aber ab hier. Ah, schaut mal. Das Ding bewegt sich. Das haben wir gut gemacht, würde ich sagen. Okay, was macht das Ding? Es dreht sich. Sieht gewaltig aus. Diese Antenne oder was es auch immer darstellen soll. Auf jeden Fall richten wir sie irgendwie aus. Damit wir Signale an die Torrents senden können. Die uns dann hoffentlich mal abholt. Ne? So habe ich das verstanden. Ich weiß jetzt nicht, gehen wir wieder zurück? Wir können ja mal von hier mal eben gucken, ob wir was entdecken können. Ich denke, wir müssen jetzt sowieso wieder zurück. Schon cool im Weltraum. So, ganz ehrlich, ich glaube, diese ganzen Large-Szenen schneide ich raus. Wundert euch nicht. So, jetzt nochmal. Wählen Sie die Koordinaten. Ich weiß gar nicht, wie die waren. Vielleicht hört man das irgendwie. Oder habe ich jetzt irgendwas wieder verpasst? Nicht zugehört wahrscheinlich irgendwo. Steht das vielleicht irgendwo? 35. Ich denke, wir müssen wahrscheinlich 35 finden. Da. So, liebe Leute, ich habe keine Ahnung. Ich stelle mich hier wieder zu blöde an. Da steht 35. Ich bin hier bei 35. Und es passiert einfach mal gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was die Scheiße soll. Da steht doch Koordinaten der Torrents. 35. Ja. Leute, 35. Oben. Oben komme ich nicht hin. Oben kann man nichts verändern. Weder mit den Pfeiltasten komme ich dahin. Weder... Tasten bewegen und bestätigen. Ja. Kollege. Hallo. Hallo, Torrens. Hörst du mich? Aber wisst ihr was, bei so... Ganz ehrlich, und ich komme hier auch nicht mehr raus. Cool. Nee. Das ist ja... Jetzt bitte? Jetzt steht da 75. Also ich fühle mich verarscht. Woher soll ich wissen, dass ich mit Q zurückgehen muss, rausgehen muss, wenn da und bestätigen steht? Weißt du, da drücke ich auf Enter und denke, da passiert was. Q jetzt wieder. Oben ist bestimmt 35 und unten 75, oder? Was für eine Scheiße.
Ripley auf der Station. Können Sie mich hören, Verlaine? Ripley, was zur Hölle geht da drüben vor sich? Schlechte Sachen, Torrance. Hier läuft ein Alien herum. Es ist tödlich. Sie müssen uns hier sofort rausholen. Ein was? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Bitte, Verlaine. Wir können nirgendwo andocken, Ripley. Die Station driftet von ihrer Schwerkraftverankerung. Unter dem Raumfahrtterminal habe ich eine Schlepperplattform gesehen, aber die Torrance ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Sie müssen die Klemmen der Abschleppplattform von ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position. Ich will speichern und den Part beenden. Nichts anderes. Wo muss ich denn jetzt hin? Also ich muss sagen, das Spiel, ne? Um einfach mal ganz kurz zwischendurch zu labern und euch zu erklären, weil ich schneide diesen ganzen Kack jetzt raus. Muss das sein? Also das Spiel ist cool. Gefällt mir. Teilweise. Also das hier nervt mich jetzt tierisch. Ich kann doch hier nicht stundenlang so rumeiern. Dafür habe ich einfach keine Geduld. Wenn ich nicht eingeschlafen bin, sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Wir ziehen jetzt diese Scheiße aus. Werden speichern. Und dann werde ich sofort den Part beenden, weil mir reicht's. Das war sehr anstrengend für mich, auch wenn eigentlich überhaupt nichts passiert ist. Für euch wird die Folge wahrscheinlich langweilig gewesen sein. Für mich irgendwo, nein, langweilig nicht, anstrengend. Und wir machen einfach im nächsten Part weiter und treffen uns dann da hinten irgendwo wieder. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Schneckball.